Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute trauen wir uns mal und schauen uns den Nix Adventskalender an von dem Jahr 2023, also von diesem Jahr. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den für 79,95 gefunden bei Zalando. Ist so eine Dose. Ich hätte gedacht, das wäre halt so eine richtige Metalldose. Ist es nicht. Die ist so aus Pappe. Und ja, ich bin gespannt, ob das dieses Jahr gut wird. Ob wir so ein Fiasko wie letztes Jahr erfahren müssen. Ich sag nur Gutscheine. Aber mal gucken. Also das ist jetzt auch irgendwie aus dieser Flamingo Edition, die wir jetzt auch als Limited Edition zum Beispiel bei DM finden. Da habe ich mir auch die Lidschattenpalette von bestellt. 24 Full-Size Piece Make-up Surprise Box steht hier drauf. Ne? Also es ist jetzt nicht als der Adventskalender dargestellt. Aber ich sehe es jetzt einfach mal so bei 24 Produkte. Ne? So, ich habe den Deckel entfernt. Ach, die liegen hier so lose drin. Okay. Hätte ich jetzt auch irgendwie nicht gedacht. Gut, dann machen wir das jetzt mal so ein bisschen wie ein DIY-Adventskalender. Wir haben hier halt so ein bisschen Verpackungspuffer. Und dann startet das Ganze hier mit diesem Ding. Oder hat Nix sich überlegt, nee, auf gar keinen Fall haben wir Bock, dieses Jahr nach Deutschland einen Adventskalender zu liefern. Der wird immer wieder auseinandergerissen. Gar keine Nerven drauf. Mal gucken. Tatsache, richtig gut haben die das hier gesichert. Und zwar ist es die Ultimate Edit Petite Shadow Palette. Die schaut einmal so aus. Da haben wir warme Töne drin enthalten. Und sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Wir haben 4 matte Töne und 2 Schimmertöne. Mir würde hier ein heller Schimmerton fehlen, aber mal gucken. Trotzdem, ich mache das hier mit Erwin, ne? Guter Haufen. Dann habe ich hier was drin. Das ist ja richtig süß. Richtig adventlich. Adventlich. Scan for more Flamingo Fun. In Far La La Land. Hä? Okay, witzig. Das ist ein Schwämmchen hier drin. Guck mal. Also interessante Schwämmchenform, ne? Aber es ist ein Schwämmchen. Ja, Schwämmchen sind gut. Guter Haufen. Dann habe ich hier allerhand so Eingepacktes. Okay. Ja gut, dann packen wir dieses Eingepackte mal aus. Das startet hier mit This is Juice Gloss. Oh, Electrolyte Infused Color. Pomegranate Cloud. 10 ml sind hier drin. Das wird sicherlich eine Full-Size sein, weil es stand ja auch draußen dran, dass hier Full-Size-Produkte drin sind. So einen Gloss habe ich tatsächlich noch nicht in der Drogerie gesehen von Nix. Macht einen guten Eindruck, ne? Doch, gut. Mag ich. Sehr schön. Aber was mich jetzt ein bisschen... hoffentlich haben wir da jetzt nicht, keine Ahnung, 20 Mal den gleichen Gloss gefühlt. Nee, gut, okay. Ich denke, viele Lippenprodukte, weil das ist halt typisch für Nix. Deswegen werde ich jetzt hier nicht meckern, wenn wir mehr als 3 Lippenprodukte drin haben. Ne? Ja, ich meine, Nix hat eigentlich mehr im Sortiment. Da kannst du ein Fullface von machen, aber ich brauche hier keine Foundation drin haben. Ein Buttergloss mit 8 ml habe ich hier drin und zwar in der Farbe Meringue. Meringue. Und die Buttergloss sind toll. Und das ist eine sehr interessante Farbe. Schaut euch die mal an. Das ist ja aufregend. Also Barbiecore definitiv, aber nicht zu pinky, ne? Ich glaube, dass das eine Farbe ist, die so mittel ankommen wird. Also Make-up-Junkies werden das geil finden und Leute, die nicht so auf, also dieses, ne, bunte abfahren, sagen, lieber nicht. Ich versuche hier wirklich auch mit eurem Gedanken, mit euren Gedanken zu arbeiten. Genau, ich arbeite mit euren Gedanken. Spürt die Verbindung. Dann habe ich hier nochmal ein This is Juice Gloss in Strawberry Flex. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Ist gut, ne? Kommt auf jeden Fall auf die gute Seite. Glosse kommen eigentlich immer ganz gut an. Und dann habe ich hier das nächste. Ja, das ist richtig cool. Und zwar ist es ein Born to Glow Liquid Illuminator. 6 ml sind hier drin. Das kann man sich entweder ja, so als Primer-Ersatz drauf geben oder du kannst es in eine Foundation mischen oder du kannst es halt punktuell als Highlighter verwenden. Ne? Also definitiv richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. So, noch ein bisschen was zum Auspacken. Nein, die Form ist schon unterschiedlich. Also wir haben hier nicht nur das Gleiche immer drin. Ach, guck mal. NYX Star Stamp Face and Body Stamp Star Studded 0,96 ml. Sind das so Stempeldinger? Das finde ich ja witzig.
Das finde ich richtig fancy. Oh ja, da kann man hier außen am Eyeliner das machen. Das macht jetzt hier wenig Sinn, weil ich eine Mütze auf habe. Aber es macht auf jeden Fall ja zur Weihnachtszeit Sinn, ne? Ich glaube nicht, dass alle das hart feiern werden, deswegen kommt es auf den mittleren Haufen. Aber ich finde es eigentlich gut. Doch, ne? So, weiter geht es mit dem nächsten Päckchen. Und da haben wir drin Sweet Cheeks. Oh, Soft Cheek Tint Blush Mousse, 12 ml. Almost Famous ist die Farbe. Richtig geil. Leute, oder? Schreibt jetzt gerne schon mal in die Kommentare, wie ihr jetzt bislang den Adventskalender findet. Also wir haben hier einen Highlighter drin, wir haben Blush hier mit dabei, eine Lidschattenpalette, Lippenprodukte, Sternstempel, ein Schwämmchen, Lippenprodukte natürlich, gutes Produkt. Dann habe ich hier das nächste am Start. Ich meine, so ein, fast schon orange oder ne, dunkelorange ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das kommt ganz witzig. Also gut, also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Dann habe ich hier Born to Glow in einer anderen Farbe mit 6 ml und zwar ist das die Farbe Gleam. Die ist ein bisschen dunkler, also ich persönlich finde es ehrlich gesagt gut, dass wir hier zwei verschiedene Highlighterfarben drin haben. Dann habe ich hier das nächste eingepackte. Oh, noch einen von diesen This is Juice Glossen Watermelon Sugar. Oh, das ist ja voll meins, ne? Richtig cool. Ich würde ihn am liebsten ausprobieren, aber jetzt nicht auf den Lippen, weil die sind ja schon rot. Ich kann es erst swatchen. Aber Wassermelonenzucker, hallo? Es riecht halt auch, ne? Ganz angenehm. Oha, okay, du wirst wahrscheinlich nur einen davon brauchen, weil der hat ja ungefähr gar keine Deckkraft. Das ist halt wirklich ein normaler Gloss. Braucht man dann drei Stück davon? Keine Ahnung. Die jetzt hier auch mittlerweile schon drin sind, ne? Aber die Wassermelone wird safe bei mir bleiben. Ich will es essen. Ein bisschen schmeckt das auch. Nom, nom, nom. Okay, lege ich mich hier hinten mal hin, dass ich weiß, dass ich den auch tatsächlich schon geswatcht habe. Dann kommen wir zu dem nächsten Päckchen. Und da haben wir wieder einen Buttergloss drin in einer sehr coolen Farbe. Apple Crisp. Und Apple Crisp ist, glaube ich, auch eine Farbe, die vielen gefallen wird. Die Deckkraft von den Butterglossen ist gar nicht so super hoch. Ne? Ich glaube, den kann ich auch mal swatchen. Aber also nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Also wenn man den halt so auf die Lippen macht, dann seht ihr, das ist halt so ein bisschen... Also die Lippen scheinen halt trotzdem noch durch. Das ist halt jetzt nicht so dunkel. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das halt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich rieche jetzt gerade nur Wassermelone auf meinem Handrücken. Genau, definitiv. Ich glaube, den werden auch viele von der Farbe her schön finden. So, dann habe ich noch ein weiteres Päckchen. Ich habe ja gleich auch noch andere Verpackungen drin, was ich ganz interessant finde. Ich habe noch einen Soft Cheek Tint Blush Mousse in der Farbe Coralicious. Ja, schön. Ich glaube, das wird noch mehr Leuten gefallen als dieses... doch sehr orangige, was wir vorher drin hatten. Aber trotzdem ziemlich cool, ne? Ich kann den ja mal ausprobieren, komm. Hier sind wir auch so ein bisschen zum Ausprobieren da, finde ich. Weil das sind ja, glaube ich, Produkte, die wir so noch nicht unbedingt bei nix gesehen haben. Bei DM zum Beispiel, ne? Also ich nicht. Also das ist jetzt einmal hier geswatcht. Den verblendet man dann ja meistens. Oh mein Gott, ist die Farbe schön. Ist das hübsch. Sehr, 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 sehr intensiv, ne? Mag ich gerne leiden. Ich könnte das jetzt noch den ganzen Arm runterswatchen gefühlt, ne? Oder verteilen. Ich mache da mal was von meinem Finger ab. Aber wie cool. Nein, das ist toll. Das ist richtig, richtig toll. Ja, ich glaube, Nix möchte uns wieder ein bisschen besänftigen. Da schauen wir in das nächste rein. Oha, noch ein Blushmus. Oh mein Gott. Das ist eine krasse Farbe, ne? Finde ich schön. Wird aber vielleicht nicht unbedingt jeder feiern, der den Adventskalender auspackt. Deswegen würde ich das auf den mittleren Haufen packen. Weil wenn das hier schon so intensiv ist, wird das hier ja richtig abgehen wie ein Zäpfchen. Leute wie Jennys Highlights werden hier applaudieren, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob sie den schon kennt. Die ist doch eigentlich auch sehr Nix-affin. Naja, kommt aber witzigerweise in einer ähnlichen Farbe zum Buttergloss, ne? Auf die mittlere Mitte. Hier habe ich jetzt ein sehr flaches Produkt drin. Vielleicht finden wir hier doch ein Füllprodukt auch in dem, nennen wir ihn mal Adventskalender. Ja, eine Nagelfeile, gut, ne? Sag mal, es ist ein 80 Euro Adventskalender.
ich weiß nicht, schreibt mal in eure Kommentare, genau, in die Kommentare unter diesem Video. Was ist eure Schmerzgrenze bei einem Adventskalender vom Preis her für eine Nagelfeile da drin? Ich verwende Nagelfeilen, ich mag Nagelfeilen, ich beschwere mich da jetzt auch gerade einfach mal nicht drüber, weil wir haben ja nur Full Sizes hier drin, ne? So schaut sie aus, ist auch so ein bisschen Zuckerstangen-Design, was ja auch ein bisschen weihnachtlich ist, ne? Ganz klassisch, ein bisschen klein ist die. Ja, eine Sandblattfeile. Aber ich glaube, viele werden das blöd finden. Deswegen packe ich sie jetzt einfach mal auf den blöden Haufen. Dann habe ich hier das nächste. Oi, ist das nicht einer von den neuen? Buttergloss Candy Was? Candy Swirl, ja klar. Macht Sinn. In der Farbe Candy Apple. Oh mein Gott, sieht der schön aus. Guck mal. Richtig, richtig, richtig hübsch. Ja, das dürfte ja auch eine Full-Size sein. 8 Milliliter sind hier drin. Ich warte mal, vielleicht haben wir hier noch andere Farben, weil hier habe ich ja wirklich einen, der auch farblich sehr, sehr ähnlich ist, ne? Dass ich den jetzt nicht unbedingt dann direkt... Aber den finde ich gut. Stelle ich schon mal hier vorne hin. Mal gucken, welchen ich danach swatche. Das ist jetzt das letzte in dieser Verpackung, aber wir haben ja noch weitere. Ach, guck mal, für die Leute, die sagen, nee, ich möchte es wirklich ganz klassisch, haben wir hier ein Buttergloss mit 8 Milliliter in der Farbe Sugar Glass. Und die Buttergloss sind halt auch super pflegend auf den Lippen, ne? Also das ist sehr, 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 sehr angenehm. Richtig gut. Also das in klar reinzupacken, ich habe es ehrlich gesagt in klar auch noch nirgendwo gesehen, finde ich extrem gut. Also bislang Haufenverteilung, also ne, da gehen die Grüße auf jeden Fall auch raus an die liebe Ella Nelo, die liebe Özlem. Die hat mich dazu inspiriert, das nach dem Haufenprinzip zu machen. Achso, das ist jetzt die Verpackung, die wir als nächstes haben. Das schaut so aus. Ich weiß nicht, ob die von den anderen einfach nicht mehr genug hatten. Oh. Das sind diese Fett, die sind auch gut. Lip Drip Fat Oil, 4,8 Milliliter. Da habe ich hier die Farbe Follow Back. Das ist so ein Schimmergold. Richtig cool, definitiv. Auch das pflegende Eigenschaften mit dabei. Oh, da haben wir ein paar mehr von drin, wenn ich das hier so durchscheinen sehe. Denn hier habe ich auch noch die Farbe Newsfeed. Die habe ich, glaube ich, selber. Super, super angenehm. Also die sind ganz toll auf den Lippen. Ist auch super angenehm, so wirklich für den Alltag sehr gut geeignet. Richtig, richtig cool. Wow. Was haben wir denn noch so für Farben davon? Irgendeine will ich ja definitiv swatchen, ne? Dass ihr das auch seht. Oh, das ist jetzt etwas mutiger. Hier sind wir etwas dunkler unterwegs. Aber gut, das ist ja auch... Das möchte man ja auch irgendwann mal, ne? That's Chic ist da die Farbe. Und das ist so ein ganz dunkles Kirschrot. Schaut so aus. Das sind halt auch wirklich neue Produkte, ne? Hm. Aber ich glaube, das werden nicht alle so geil finden. Also in der Farbe. Deswegen kommt das in die Mitte. Und ich glaube, ich swatch den hier mal. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr von drin haben. Da scheint jetzt so nicht wirklich noch was durch. Deswegen swatch ich den hier einfach mal für euch. Den ein bisschen swatchen, ne? Dafür bin ich ja auch hier. Man sieht halt diesen Oschi-Applikator. Und das riecht auch super angenehm fruchtig. Ich habe jetzt schon eine sehr angenehm nasse Hand gefühlt. Ja. Das ist einfach sehr, sehr entspannt. Ne? Das ist nicht so bam in your face. Deswegen wird dieses mega dunkle auch nicht so mega schlimm sein. Ich gucke mal, ob ich noch mehr Glitzer drauf kriege, weil der ist sehr subtil, ne? Was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Sieht dann so ein bisschen aus, als hätte man gerade vielleicht Karamell gegessen oder so. Aber ich glaube, das kriegt man nicht so aufgebaut. Nö, aber ist ja auch nicht schlimm. Ein bisschen was von diesem Güldenen sieht man schon. Ja, das sieht man schon. Cool. Doch, den behalte ich auf jeden Fall. Interessant, ne? Ich meine, relativ viele Lippenprodukte bislang, aber trotzdem mag ich das. Dann haben wir hier als nächstes etwas drin. Und zwar ein Smooth Whip. Auch das ist die haben ja relativ verschiedene Reihen halt auch letztes Jahr oder im Laufe dieses Jahres auch schon rausgebracht. Matt Lip Cream habe ich hier in der Farbe Teddy Fluff. Ich glaube, das werden viele schön finden, weil das auch so ein ganz klassischer Nude-Ton ist, ne? Also das ist nichts super Spektakuläres. Und so ein bräunlicher Ton ist, glaube ich, ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von diesen Swirl-Dingern noch weitere haben. Das müssen wir mal gucken. This is Milky Gloss haben die hier auch noch mit reingepackt. Also irgendwie gefühlt alle möglichen verschiedenen Lippenreihen auch von denen, die jetzt relativ neu auf dem Markt sind. Hier habe ich Cherry Milkshake drin. Flavor Parfüm. Oh, okay, dann riecht das halt auch richtig. Ja, der Kirschmilchshake. Auch schön, ne? Ja, glossy ist es halt. Und, oh, auch gut. Okay, ein paar haben wir noch. Drei, okay.
Dann gucken wir mal. Hier habe ich noch einen Smooth Whip drin. Huch. Okay. Oh, spannende Farbe, muss ich sagen. B-Day Frosting haben wir hier. Das ist dieses hier. Auch das eine etwas speziellere Farbe. Aber ich würde sagen, das ist cool. Ich mag das. Und vielleicht... Nein, der muss in die Mitte. Also, aber eigentlich fände ich das cool, weil das halt so speziell ist. Ne? Komm, den swatchen wir jetzt aber nochmal. Diesen Candy Swirl. Oh, der riecht auch sehr süß. Ein wunderschöner Farbton. Oh mein Gott. Ne? Das ist der. Guck mal, wie meine Hand einfach glänzt. Schön. Mag ich richtig, richtig gerne. Klasse. Und den Smooth Whip, den hier, den Teddy Fluff, kann ich ja auch mal swatchen. Das ist halt ein mattes Produkt, das muss man halt mögen. Ich weiß nicht, ob ich den mag, muss ich da mal gucken. Sehr, sehr matt. Sehr, 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 sehr matt, ja. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber eine geile Farbe. Auf jeden Fall, ne? Und sieh so, ich mal meine ganze Hand an und hoffe, dass nichts hier am Stain ist, damit ich irgendwie... nachher nicht eine komplett bunte Hand habe. So, zwei haben wir noch. Einmal den This is Milky Gloss in der Farbe Schokolade Shake. Das ist dieser hier. Auch wieder wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem hier unten, aber vielleicht ein bisschen heller, weil glossy, ne? Definitiv gut. Aber vielleicht ist das hier dann zu intensiv. Nein. Wir lassen den da stehen, das ist okay. So, und jetzt habe ich hier das letzte Produkt. Was nicht heißt, dass es die 24 dann ist, ne? Also keine Ahnung, wie man sich das dann halt auch aufteilt, wenn man das als Adventskalender nimmt. Das ist ein Smooth Whip und zwar in der Farbe Kitty Belly. Auch das ist ein schöner, ja, orangestechiger Ton. Das ist eigentlich viel mehr, ne? Also wenn ich mir das jetzt auch angucke, genau, das ist leer. Ja, wir haben relativ viele Lippenprodukte. Ich würde schon sagen, dass das Ding sich hier lohnt, ne? Also wenn man halt Bock hat auf die Lippenprodukte von NYX, darf man nicht vergessen. Da sind wohl einige von drin, ne? War auch bestimmt auf der Homepage aufgeführt. Ich lese sowas einfach nicht, weil ich möchte mich ja auch überraschen lassen und dann einfach vollkommen frei die Adventskalender hier bewerten. Auch wenn es kein wirklicher Adventskalender sein möchte, ist es für mich, weil es sind ja eigentlich keine Zahlen dran, es sind nur 24 Produkte, ne? Gut, die Nagelfeile finde ich persönlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Sie ist halt mit drin, viele werden es blöd finden. Ein paar Produkte, die halt ein bisschen spezieller sind, was ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt finde. Und super viele Produkte, die ich richtig, richtig geil finde und wo ich sage, dafür lohnt sich das Ding. Wie gesagt, 79,95 habe ich dafür bezahlt. Ich blende euch auch mal den Wert dazu ein. Definitiv empfehlenswert, wenn man auf die Lippenprodukte von NYX steht. Das muss man halt wirklich dazu sagen, aber geil finde ich. Lidschattenpalette mit dabei, diese Stamps mit den Sternchen finde ich cool. Blush, Highlighter mit dabei, also schon, ne? Du hast hier auf jeden Fall gut was am Start. Leute, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, da können wir uns super gerne mal austauschen. Ich setze euch den Link auch in die Infobox zu dem Adventskalender. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.